Was geht ab, Freunde? René von viel FIFA und Gaming TV hier und herzlich willkommen zur 9. Folge der Serie Let's Skill in die erste Liga. Heute ist es eine Special-Folge, denn ich werde zwei Spiele zeigen, wo ich gegen euch gestern im Livestream gespielt habe. Und hier könnt ihr erstmal sehen, dass wir uns eine Fitnesskarte für die ganze Mannschaft gekauft haben, weil die Fitness war einfach miserabel, hattet ihr auch in den ganzen Videos davor erwähnt und deshalb dachte ich mir mal, geben wir allen einen schönen Push. Und wir sehen hier das Ajax Amsterdam Trikot, hat uns ein Abonnent gesponsert, richtig geil von ihm, mein Lieblingstrikot in FIFA 13 und endlich haben wir's. Und ja, ich wollte mich nochmal bei allen bei euch bedanken für den Livestream gestern, das war einfach todesgeil und ich bin immer noch richtig fertig, ey. Also der Livestream ging ja bis 7:30 morgens, also einfach genial war das, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Nächsten Samstag geht's weiter und seid mir bitte nicht böse, wenn ich heute nicht so viel Gas geben kann beim Kommentieren, weil ich bin echt noch richtig fertig von gestern. Und ja, dann schauen wir uns jetzt mal das gegnerische Team an, haltet euch fest. Ronaldo, Messi, Iniesta, Ramos, Casillas. Also Leute, was ein Team. Ich bin immer noch sprachlos. Los geht's. Seid ihr bereit für das ultimative Skiller-Duell? Los geht's. Carlos Eduardo am Ball, dreht sich um mit dem Chop, zieht er hier in die Mitte, macht hier einen Scoop-Turn, fernab den ersten Gegner, geht jetzt weiter in Richtung Tor zu mit den Übersteigern, lässt den nächsten mit dem Roulette aufsteigen, was kommt jetzt? Schießt mal drauf, dort Casillas pariert den Ball sicher. Darauf wieder Carlos Eduardo am Ball mit dem Ballrollflick. Rabona-Fake, Waka Waka, Fenerbahce den Gegner, setzt sich hier, klasse, durch zwei Mann durch, immer noch am Ball, Carlos Eduardo, mit dem Schuss probiert er es, doch der wurde sicher abgefälscht vom Gegner, jetzt Pedro am Ball, der zieht jetzt hier in die Mitte, wir verteidigen da ganz schlecht, und da ist der Pfostenschuss, genialer Schuss hier von Pedro, und jetzt schaut euch mal einfach diese hammergeile Kombination vom Gegner an, also ich bin da echt sprachlos gewesen, Ronaldo hier auf Messi, der gewinnt das Kopfballduell zwischen Ramirez, und da steht Pedro, der das Ding ganz easy verwandelt zum 1-0, also hammergeiler Spielzug, muss ich ehrlich zugeben. Darauf haben wir jetzt den Dede, probiert es mit dem Schuss, nein, er wird abgeblockt zu Carlos Eduardo, er zieht in die Mitte mit dem Chop und da macht er das 1-1, Casillas machtlos. Als nächstes haben wir Megidi, der macht einen Elastico-Chop, fancy Fake-Shot, dreht sich mit dem Roulette hier am Mann vorbei, versucht in die Mitte zu ziehen, remmelt dann noch hier einen Mann um. Und was kommt jetzt? Megidi mit der Flanke, dort steht Ronaldo, der probiert es mit dem Kopfball, aber der geht übers Tor. Darauf haben wir hier Neymar, der zieht den Gegner mit dem Scoop-Turn ab, zieht jetzt hier in die Mitte mit dem Berbers, wenn am nächsten vorbei, wieder Scoop-Turn, Neymar macht er das, nein, Casillas wieder glänzend pariert. Wir wechseln in der zweiten Halbzeit Rubinho und Felipe Santana ein. Hier sehen wir auch direkt Ronaldo, der macht hier ein paar Faxen. Vernascht den Iniesta, zieht jetzt hier mit den Übersteigern und dem Tunnler in die Mitte. Ronaldo, jetzt muss doch der Schuss kommen. Ja, aber da war irgendein Spieler dazwischen. So, es geht weiter mit Messi. Der probiert es mit dem Schuss gegen den Pfosten. Haben wir nochmal hier echt Glück gehabt. Jetzt haben wir Ronaldo, der bleibt stehen. Scoopt ihn in die Mitte, bleibt wieder stehen. Was ein geiler Trick. Jetzt kommt der Roulette und schießt drauf. Da ist das Ding durch die Beine. Casillas wieder machtlos. Ronaldo mit dem Führungstreffer. Echt genial gemacht von ihm, wie er den Gegner hier vernascht. Dann Roulette und den Ball schön durch die Beine schießt. Da ist das 2-1. Darauf aber Ronaldo, der zieht hier mit den Übersteigern in die Mitte. Schießt drauf. Aber diesmal unser Felipe hält den Ball sicher. Jetzt hier schöner Scoop-Turn von Rubinho. Wieder Scoop-Turn Rabona-Fake. Leitet den Ball weiter auf Cristiano Ronaldo. Der steht unten in der Linie. Trickst jetzt hier ein bisschen rum. Scoop-Turn nach außen. Vernascht den Gegner. Choppt sich in die Mitte. Ballroll fliegt. Der Gegner ist einfach machtlos dagegen. Versucht es ja mit dem Schuss. Aber da steht Casillas wieder glänzend und macht eine super Parade. Darauf Iniesta jetzt hier in der 90. Minute mit dem Lupfer. Geht der Ball rein? Geht er rein? Ja, der sitzt. Da ist das 2-2 in der 90. Minute vom Gegner. Schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Fast haben wir den Ball noch bekommen. Und jetzt ist irgendwie die Verbindung abgebrochen in der 90. Minute. Schade, ich hätte so gern weitergespielt. Hat mir so viel Spaß gemacht, war richtig spannend. Es geht auch gleich direkt weiter mit der nächsten Partie gegen unseren Gegner JimXFC. Schauen wir uns auch gleich direkt mal sein Team an. Also, er hat einige 5-Sterne-Skiller, unter anderem Rafael Sobis, Carlos Eduardo und der Legende Ronaldinho Gaucho. Es geht direkt los mit der Partie. Cristiano Ronaldo zieht mit dem Reverse Elastico Rabona-Fake Waka Waka Scoop Turn den ersten Gegner ab. Läuft jetzt weiter in Richtung zweiten Gegner. Fenasti mit dem Übersteigern. Läuft hier jetzt in die Mitte, probiert es mit dem Finesse-Shot, aber der landet nur in den Arm vom Keeper. Jetzt haben wir Rafael Sobis, Reverse Elastico, Fake Pass, leitet den Ball weiter auf Megidi, der ist doch schnell mit seinem 90er Antritt, läuft jetzt in die Mitte mit dem Hacke zu Hacke, bringt jetzt hier, nein, mit dem Scoop-Turn Rabona-Flanke auf Judson, der probiert es mit dem direkten Volley, aber der Keeper ohne Probleme. Hier sehen wir Ramirez, der den Ball wunderschön auf Ronaldo spielt, der probiert es mit dem Longshot gegen die Latte. Mann, 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 wäre das ein geiles Tor geworden. Wir wechseln Neymar und Robinho in der zweiten Halbzeit. Einmal gucken, wie es jetzt hier so weitergeht. Jetzt haben wir Ronaldo mit dem Megidi-Spin, Scoop-Turn, Fernabstellung den Gegner, schießt drauf und... Ramos!
Sergio Ramos lässt wieder grüßen. Darauf Carlos Eduardo mit dem Elastico-Job. Waka waka. Bleib stehen. Vernascht den Gegner. Oh mein Gott, hat er den genommen. Läuft hier jetzt in die Mitte mit dem Übersteiger. Megidi-Spin. Vernascht ihn. Jetzt muss doch das Tor kommen. Carlos Eduardo. Doch Garcia ist wieder mit einer Glanzparade. Deshalb ist er Team of the Year Edition. Jetzt haben wir hier Ronaldo mit dem Scoop. Den Rabona-Effekt. Waka waka. Zieht ihn in Richtung Tor. Jetzt kommt der Schuss. Und der sitzt. Nein, das gibt's doch nicht. Der springt von der Linie wieder aus dem Tor raus. Schade, schade. Jetzt Carlos Eduardo in der 90. Minute mit dem Schuss. Und da ist der Siegtreffer für den Gegner durch Carlos Eduardo. Also herzlichen Glückwunsch an den Gegner zum Sieg hier zum 1:0. War ein echt geiles Spiel, hat mir auch ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Wir schauen uns nochmal hier die Spieldetails an. Das war's dann von dieser Folge, Freunde. Der Livestream gestern war einfach echt genial, also das hat mir so viel Spaß gemacht. Diesen Samstag geht's auch gleich direkt weiter, diesmal wieder natürlich mit den Hamburger Youngsters zusammen. Und die Pack Road to Glory, die wird morgen kommen, weil wir haben gedacht, das mit dem Livestream ziehen wir heute vor. Und ja, Freunde, das war's dann. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Haut rein, ciao.